Hi, wir sind Niki und Ruven. Zusammen mit unserem Hund Tito erkunden wir dieses Mal Frankreich. Für unseren zweiwöchigen Roadtrip haben wir unseren Rocket bis unters Dach vollgestopft. Was wir alles erlebt haben, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Moin aus dem Camper und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade in Batz-sur-Mer angekommen, genauer gesagt in La Jovelle. Und ja, wollen uns jetzt gerade mal so ein bisschen aufbauen. Niki fummelt da gerade an Titos Sitz irgendwie noch rum. Du bist im Weg. Ich bin. Achso, ja, stimmt. Ich bin im Weg, weil hier das Körbchen hinkommt. Genau. Über den Campingplatz können wir noch gar nicht so viel sagen. Ist ein 3-Sterne-Campingplatz, was auch immer das bedeutet. Auf einem 3-Sterne-Campingplatz sind die Einrichtungen von guter Qualität und die Camper haben Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen und Ausrüstungen. Ja, die Parzellen sind sehr schmal, aber passt auf jeden Fall. Oh, ist direkt am Meer. Hier sollen schöne Fahrradwege sein. Das war eigentlich auch so der Hauptgrund, weswegen wir hier hingefahren sind. Schauen wir jetzt einfach mal, dass wir uns aufbauen. Smakelig, wie der Franzose sagen würde. So, Niki hatte mal wieder die beste Idee des Tages. Und zwar haben wir den Rocket noch mal eben umgeparkt und stehen jetzt quer in der Parzelle. Mega. Hat erstmal den Vorteil, man ist so ein bisschen vor Blicken geschützt und vor Wind. Voll gut. Der Campingplatz La Jovelle in Batz-sur-Mer liegt in der Region Pays de la Loire. Die insgesamt 44 Parzellen sind eher kleiner, Sanitärhaus ist ganz okay und es gibt einen Brötchenservice. Die Lage des Platzes ist mega. Toller Ausgangspunkt, um die Salzgärten von Batz-sur-Mer mit dem Fahrrad zu erkunden, sowie die Küstenstraße um La Croisic. Guten Morgen aus La Jovelle. Wir haben eine sehr ruhige Nacht auf dem Campingplatz verbracht und der liegt direkt am Strand. Hier ist auch so ein kleiner Strandweg. Da mache ich mich gerade mal mit Tito auf Erkundungstour. Ja, wir haben jetzt 7:30 ungefähr. Niki liegt noch im Bettchen. Ja, da wollen wir die Gegend noch mal ein bisschen mit dem Fahrrad erkunden. Gucken, was uns da so erwartet. Wir wollen ein bisschen an der Küste entlang fahren. Das ist so eine 20-Kilometer-Tour ungefähr. Der freundliche Mann an der Rezeption hat uns ein paar Tipps gegeben. Also wirklich super nette Leute hier. Übrigens, wer auf Meeresfrüchte, Fisch und sowas steht. Wir haben gestern so unfassbar lecker gegessen. Also wirklich voll gut. Kann man sehr empfehlen. Aber ich glaube, hier so an der Küste entlang kann man eh super essen. Nee, Tito, komm mal hier. Da kannst du nicht runter. Komm mal hier. Tito. Super. So, wir starten unsere Fahrradtour. Wir haben im Örtchen Batz-sur-Mer mal eben kurz das Päuschen eingelegt, Fahrräder abgestellt und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Kleinigkeit futtern können.
Solarpanel erfolgreich installiert. Ja, 156 Watt kommen da an. Aktuell, ich denke, besser geht nicht, weil Sonne ist gerade optimal Stand fürs PV-Modul und ich glaube, von der Neigung her ist das auch ziemlich optimal. Von daher gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um die, was hat man, 19%, glaube ich, verballert, ne? Vom ersten Tag, ja. Mal schauen, ob wir ja, vielleicht heute Abend wieder 100% haben. Wir gehen mal rein mit dem Kabel. Hier ist der Stecker. Wir haben ja direkt an der Batterie unseren Solarladeregler verbaut. Und dann stecken wir hier einfach das Panel dran und fertig. Wir haben jetzt 8 Uhr morgens. Wir trinken gerade noch mal gemütlichen Kaffee und einen Tee. Und dann werden wir uns auch gleich schon fertig machen und abreisebereit. Wir verlassen jetzt gleich den Campingplatz und fahren die Atlantikküste weiter runter Richtung Kap Ferré. Da waren wir vor einigen Jahren schon mal und da hat es uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ach komm, da fahren wir jetzt noch mal hin. Da gibt es halt schöne, breite Sandstrände. Kann der Tito ordentlich rumflitzen. Wir können da schön mit dem Fahrrad fahren. Und genau, dann machen wir gleich noch ein bisschen Verentsorgung. Einen Supermarkt wollen wir gleich noch mal anfahren. Der ist ja direkt in der Nähe. Und dann war's das mit Batz-sur-Mer. Endfazit. Campingplatz okay. Also, ja, Parzellen recht eng so, ne? Aber jetzt nicht weiter tragisch. Sanitär echt super sauber, kann man nicht meckern. Preislich, ich glaube, wir haben keine 25 € bezahlt pro Nacht. Also echt okay, wohl ohne Strom. Strom hätte man dazu buchen können, ich glaube für 3 € oder so, haben wir aber nicht gebraucht, aber preislich echt super. Also von der Lage her top, direkt am Strand. Man hat auch direkt hier einen Privatzugang zum Strand, was echt ganz praktisch ist. Die Umgebung super schön, wir haben ja gestern eine Fahrradtour gemacht, also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann soll es das auch schon gewesen sein mit diesem Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. In Kap Ferré. Niki ist bei uns die Frischwasserbeauftragte. Und wie sieht's aus? Los. Das Schöne ist, dass der Platz auch so schön leise ist. Ne? Sehr angenehm. Sehr angenehm.